Ja, hallo liebe Freunde, liebe Gemeinde hier in Hilgen. Ich möchte mich heute erstmal an euch wenden mit einem dicken Dankeschön. Wir haben so viele Resonanzen auf unser Video bekommen, was Sarah und ich eingestellt haben bezüglich unserer Situation. Und da möchte ich erstmal ganz doll Danke sagen für die vielen Segenswünsche, Glückwünsche und für all das, was ihr uns da mitgegeben habt, bisher schon auf dem Weg. Wir sind total gespannt weiterhin und froh, wie es weitergeht und gucken, was Gott vorhat. Und jede Ermutigung, die da an der Stelle von euch kommt und jeder Zuspruch, der tut uns einfach gut. Und da sind wir dankbar dafür und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass ihr da einfach uns ganz doll ermutigt habt. Das freut uns und das tut uns richtig gut. Ja, hallo auch heute wieder aus der Gemeinde hier in Hilgen. Mathis sagte eben so schön aus unserem Wohnzimmer, aus meinem Wohnzimmer hier sozusagen. Und ich möchte euch auch heute an diesem Sonntag wieder ein bisschen was mitgeben von dem, was mich bewegt und was ich so erlebt habe. Worum geht es mir heute? Ich möchte beginnen mit einer Begegnung, die ich mit euch teilen möchte, die ich gestern beim Einkaufen hatte. Und zwar war ich gestern Abend noch mal kurz im Aldi in Wermelskirchen, noch ein paar Kleinigkeiten besorgen, es war nicht viel. Ich hatte einen Einkaufswagen, habe die 2-3 Teile in meinen Wagen gemacht und habe mich Richtung Kasse begeben. Und dann stand ich im Kassenbereich und wartete darauf, dran zu kommen. Und dann war das eine ganz spannende Situation. Vor mir war eine Frau und die sah von Weitem eine andere Frau auf sie zukommen. Und man merkte schon, die beiden kennen sich irgendwie. Und dann passierte so das Unvermeidliche, die gingen vor dem Kassenbereich aufeinander zu. Und wie reflexartig fiel die eine Frau der anderen Frau richtig herzlich um den Hals und hat sie ganz herzlich begrüßt. Eigentlich für uns eine ganz normale Situation. Was passierte? Die beiden gingen auseinander, guckten sich auf einmal ganz erschrocken an und merkten auf einmal, Mist, es ist ja Corona. Und man spürte so richtig diesen Moment, der ganz komisch war, weil die anderen, die drumherum standen, waren, glaube ich, im ersten Moment froh, dass die beiden sich umarmt haben, aber dann merkte man sofort, oh Mist, das dürfen wir ja eigentlich gar nicht. Und diese Situation, die hat mich so berührt und hat mich so bewegt gestern, dass ich die gerne mit euch teilen möchte, weil aus dieser Situation heraus, finde ich, kann man ganz viel erkennen und ganz viel sehen, wie es uns, wie es euch, wie es mir, wie es ganz vielen in dieser Situation mit Corona, glaube ich, gerade geht. Wir empfinden diese Situation, glaube ich, als surreal, als etwas, was absolut nicht normal ist. Mir geht es zumindest so. Wir würden gerne, so wie diese beiden Frauen im Supermarkt, wenn man sich begegnet, wieder einander um den Hals fallen, einander stürmisch begrüßen. Aber das ist nicht möglich. Und doch zeigt diese Situation, dass das, was die beiden da gemacht haben, diese innige Umarmung, einfach ganz tief in uns drin ist. Dass wir einfach diesen Kontakt, diese Nähe zu den Menschen brauchen. Und dazu der Gegensatz, was wir eben gerade haben, die Kontaktsperre ist eben genau das andere, ist genau das, was dieses, was unser Grundbedürfnis ist, eigentlich eben verhindert. Weil wir das eben gerade nicht dürfen. Und da fragt man sich jetzt schon, wie geht man mit so einer Situation um? Und das hat mich, wie gesagt, tief bewegt, weil ich glaube einfach, dass das genau das ist, was uns gerade fehlt. Diese Nähe zu anderen Menschen, dieses miteinander unterwegs sein, dieses auch mal in den Arm nehmen dürfen, diese freundliche Begrüßung, wenn ich meinen Kumpel sehe, dass man sich die Hände einschlägt, einfach dieses Händeschütteln, wenn man irgendwo hinkommt und die Leute begrüßen möchte, all das ist weg. Und das ist komisch. Mir persönlich fällt das sehr schwer. Ja, und ich glaube einfach, oder diese Situation hat mir nochmal deutlich gemacht, dass es auch ein Stück weit erstmal so bleiben wird und dass es spannend werden wird, selbst wenn jetzt die Politiker anfangen zu überlegen, irgendwann dieses Ding wieder aufzulösen und hochzufahren, hat mich diese Situation zum Nachdenken darüber gebracht, was wird denn sein, wenn das alles jetzt mal wieder anfängt zu laufen? Wie werden wir Menschen uns dadurch vielleicht auch verändern? Ich habe gestern auf RP Online im Internet einen ganz interessanten Kommentar dazu gelesen, da hat sich auch jemand genau mit diesem Thema beschäftigt und hat überlegt, wie kann das denn sein, wenn wir jetzt wieder anfangen, in unseren Alltag einzusteigen, werden wir Menschen uns durch diese Krise verändert haben? Werden wir zum Beispiel in der Öffentlichkeit anders mit Menschen umgehen wie vorher? Ich glaube schon, dass das so sein kann, weil wir einfach bewusster uns gegenseitig wahrnehmen und weil wir bewusster auch im Kopf haben und wahrnehmen, dass es da eine Situation gibt, die jederzeit wieder ausbrechen kann. Und das könnte dazu führen, dass vieles anders wird. Wie ist das denn? Ist es schlimm, wenn Dinge anders werden, wenn sich Dinge verändern?
Wie fühlt sich das für dich an? Ist das was, wo du sagst, du hast Angst davor, vor dieser Situation, wie es werden wird? Oder bist du jemand, der sagt, naja, vielleicht ist es auch gut so, dass sich mal Dinge verändern? Bei mir ist es noch so gemischt. Ich kann das noch nicht einordnen. Ich weiß noch nicht genau, wie die Zeit nach Corona werden wird. Im Moment stecken wir ja noch am Anfang oder noch mittendrin irgendwie so gefühlt. Aber es ist schon interessant, sich darüber mal Gedanken zu machen, wie das die Menschen und unsere Beziehungen verändern wird und verändern könnte. Und ich glaube einfach, dass wir versuchen sollten, oder das wünsche ich mir zumindest, dass ich das für mich schaffe, das nicht als Angst oder als etwas Bedrohliches zu sehen, sondern als Chance zu sehen. Ich glaube nämlich, dass jede Veränderung, jede Krise schon immer auch in der Menschheitsgeschichte eine Chance bedeutet hat. Die großen Krisen wie die Weltkriege und die Dinge, die passiert sind in der Geschichte, auch die müssen gar nicht so weit zurückgehen, auch der Börsencrash, der große, der stattgefunden hat, 9/11 in den USA, die haben immer dazu geführt, dass sich zunächst mal Dinge verändert haben, dass Menschen bewusster wahrgenommen haben, was im Leben auch wichtig ist und was zählt. Und ich glaube, das könnte eine Chance sein, dass wir anfangen, das aus dieser Krise mitzunehmen. Gestern waren wir auf der Autobahn unterwegs und die Autobahn war leer. Ja? Das ist eine Straße, wo ich sonst herfahre, morgens so um 6, 7, wo sich die Autos nur so knubbeln und es war keiner mehr da. Es war wirklich eine leere Straße vor uns und ich habe gedacht, wow, wie krass. Hoffentlich, war mein erster Gedanke, wird sich im Bewusstsein der Menschen etwas verändern. Und das ist mein Ansatz, den ich mir wünsche für diese Zeit, in der wir leben, dass diese Krise, die wir gerade haben, wirklich eine Veränderung hervorruft in vielen Dingen in der Gesellschaft. Ich habe von vielen gehört, die dazu aufgerufen haben, zu beten, dass alles wiederhergestellt wird. Und ich möchte eigentlich dafür beten, dass wir uns bewusst machen, was diese Krise ausgelöst hat mit unserer Gesellschaft und dass wir dafür beten, dass wir gezeigt bekommen, wie wir daraus etwas lernen sollen und vor allem, was wir daraus lernen sollen. Und dass eben nicht alles so bleibt, wie es ist und einfach wiederhergestellt wird, sondern dass wir uns vielleicht dadurch mal bewusster machen, welche Dinge dürfen wir denn mal verändern. Das mal so zum Einstieg, um euch das mal mitzugeben. Ich habe auch heute wieder einen kleinen Input aus der Bibel dabei, der einfach das mal ein bisschen aufgreift, was ich gerade erzählt habe. Und zwar ist es eine meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Ihr kennt bestimmt alle diesen ganz berühmten Vers aus dem Johannesevangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieser Vers ist ganz bekannt und wird immer wieder gerne zitiert und mich fasziniert die Geschichte, die um diesen Vers drumherum oder die vor diesem Vers passiert, immer wieder aufs Neue. Das hat schon damals angefangen, als ich die in einem Musical als Jugendlicher kennenlernen durfte, diese Geschichte. Da hat die mich im Herz schon berührt und auch jetzt in dieser Zeit mit Corona möchte ich diese Geschichte gerne mit euch teilen. Es geht um die Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Wer war Nikodemus? Nikodemus war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, also ein hochintellektueller Mann, gebildet, ein wichtiger Mann in seiner Zeit, jemand, der etwas zu sagen hatte. Und er war ein Mitglied des jüdischen Rates, also ein ganz weiser, wichtiger Mann, vielleicht würde man heute sagen, ein Politiker, ein religiöser Führer in diese Richtung, also jemand, der wirklich als Lehrer bestätigt wurde und der auch wirklich was zu sagen hatte. Dieser Zeit, in der er gelebt hat. Die Zeit, in der er lebt, die, glaube ich, können wir so ein bisschen mit dem vergleichen, was wir vor der Corona-Krise hatten. Er hat in einer Zeit gelebt, in der es sehr viele gängige Systeme gab, an die er sich gehalten hat. Er hat in einer Zeit gelebt, in der er die Schriften aus dem Alten Testament für wahrgenommen hat. Er hat die geglaubt, er hat das, was dort stand, 1:1 umgesetzt und hat gesagt, das ist genau das, so wie wir es leben sollen. Er hat die Systeme den Leuten auch gepredigt, hat das weitergegeben und hat gesagt, so wie wir es jetzt gerade machen, das ist genau richtig. Und ich glaube, deswegen können wir das ein bisschen mit dem vergleichen, was wir vor der Corona-Krise erlebt haben, dass wir in einer Zeit gelebt haben oder auch gerade immer noch leben, wo wir denken, dass ganz viele Dinge, die wir so tun und machen den ganzen Tag, dass die genau richtig sind. Und dass wir alles in der Hand haben und dass alles das, was wir tun, einen Sinn hat und dass das, was wir machen, richtig ist. Bei uns ist es jetzt passiert, dass eine Corona-Krise gekommen ist. Ein Virus, der alles auf den Kopf gestellt hat, der unsere Systeme hinterfragt hat, die Schulsysteme, die Bildungssysteme und so weiter und so fort. Bei Nikodemus war das nicht der Fall. Der hatte keinen Virus und keine Krise, die ihn
ja, auf den Kopf gestellt hat, sondern bei ihm war das etwas anderes. Es war nämlich Jesus. Jesus ist in dieser Zeit, in der Nikodemus gelebt hat, auf die Erde gekommen und hat das Reich Gottes gepredigt. Und das war genau der Gegensatz zu dem, was Nikodemus und was die Führer, die religiösen Lehrer dieser Zeit auf dem Schirm hatten. Jesus war anders. Jesus war nicht wie ein Virus, das möchte ich jetzt nicht vergleichen oder gleichsetzen, sondern Jesus war einfach so, dass er die Gesellschaft damals und das System aufgerüttelt und aufgerührt hat. Und wie sind die Menschen oder wie ist vor allem Nikodemus damit umgegangen? Das finde ich spannend, das zu sehen. Eben weil er so ein Gelehrter war und so ein wichtiger Mann, stand es ihm nicht zu, das, was er dort von Jesus gehört hat, das, was Jesus predigte, einfach so in der Öffentlichkeit zu hinterfragen, geschweige denn zu Jesus hinzugehen und ihn darauf anzusprechen. Aber tief in seinem Herzen hat Nikodemus irgendwie gespürt, naja, das, was Jesus da erzählt und predigt und das, was er da den Menschen erzählt und die Wunder, die er tut, wo er Kranke heilt, wo er Menschen gesund macht, die können nicht von ungefähr kommen, da muss was dran sein. Aber Moment mal, ich als Gelehrter, ich als Vorsteher hier im jüdischen Rat, ich darf das nicht, hinterfragen und ich darf das auch gar nicht so hinstellen, als ob das wahr sein könnte, was der da erzählt. Das geht gar nicht. Er hat es weggeschoben, den Gedanken. Immer wieder, so stelle ich mir das vor, hat er mit sich gerungen. Und je mehr Jesus gelehrt hat und je mehr Jesus unterwegs war, kamen immer mehr Geschichten zu ihm an seine Ohren und er hat gehört und hat gesagt, Moment mal, aber das kann doch gar nicht sein, was ist das denn? Und dann hat er es wieder weggeschoben und hat gesagt, nein, wir haben das richtige System, der da, dieser Jesus, der muss falsch liegen, da stimmt was nicht. So ging das wahrscheinlich viele Wochen, so ging das vielleicht sogar Monate. Immer wieder diese Dinge, die man von diesem Jesus hörte und irgendwann hat es ihm gereicht, irgendwann konnte er nicht mehr. Er hat sich überlegt, ich muss zu diesem Jesus hingehen und muss mich darüber informieren, weil wenn das, was der da tut, vielleicht doch gar nicht so falsch ist, dann muss ich das hören und muss wissen, was da passiert ist. Also, was hat er gemacht, weil er das ja nicht einfach so durfte, das wäre ja aufgefallen, wenn er als Gelehrter zu Jesus gegangen wäre, hat er gewartet, bis es dunkel wird, bis es Nacht wird. Hier steht eben, eines Nachts kam er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat und dich als Lehrer bestätigt hat, nur mit Gottes Hilfe kann jemand solche Wunder vollbringen, wie du sie tust. Also, er hat sich getraut, er ist nachts zu Jesus gegangen, im Dunkeln, ganz still und leise und hat ihn angesprochen. Und Jesus wusste das anscheinend schon, dass der kommen wird. Ganz entspannt antwortete er, Amen, ich versichere dir, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Nun, krasse Antwort und er fragt wieder, eine Gegenfrage, wie kann ein Mensch geboren werden, der schon ein Greis ist? Er kann doch nicht noch einmal zurück in den Mutterschoß kehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus sagte, Amen, ich versichere dir, nur wer von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt hineinkommen. Was Menschen zur Welt bringen ist und bleibt von menschlicher Art, von geistlicher Art kann nur sein, was vom Geist Gottes geboren wird. Wundere dich also nicht, dass ich zu dir sage, ihr müsst alle von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo es ihm gefällt, du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Nikodemus, immer noch völlig verwirrt, stellt eine erneute Gegenfrage. Wie ist so etwas möglich? Und da wird Jesus stutzig und sagt, Moment mal, du bist ein anerkannter Lehrer Israels, im jüdischen Rat und du weißt das nicht? Ich versichere dir, wir sprechen über Dinge, die wir kennen und bezeugen das, was wir gesehen haben. Aber keiner von euch ist bereit, auf unsere Aussagen zu hören. Wenn ich zu euch über die irdischen Dinge rede und ihr mir nicht glaubt, wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich über die himmlischen Dinge mit euch rede? Und das beeindruckt mich immer wieder, diese Geschichte. Und vor allem in der jetzigen Situation, in der wir stehen, finde ich das total spannend, sich das in dem Kontext mal anzuschauen. Nikodemus ist nachts zu Jesus gegangen, weil er einfach gemerkt hat, ich muss zu dem hin und keiner darf es merken. Ich glaube, in der Zeit, in der wir gelebt haben vor dem Coronavirus in unserer Gesellschaft, da war das auch so ein Stück weit so, dass wir gesagt haben, wir haben alles im Griff, so wie Nikodemus das gesagt hat. Und wir sind diejenigen, die hier alles rocken. Wir sind diejenigen, die bestimmen, wo es lang geht. Und wir brauchen diesen Jesus nicht. Wir merken einfach gerade, wir haben das alles in der Hand. Und jetzt passiert gerade bei uns sowas,
da habe ich zumindest den Eindruck, so ein bisschen wie, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, mit diesem Coronavirus, dass wir zur Ruhe kommen und an der einen oder anderen Stelle darüber nachdenken, Moment mal, da gibt es doch was, da gibt es doch diesen Jesus. Da ist irgendwie, passiert da gerade ganz viel, die Kanzlerin Merkel spricht über die Osterzeit, die Kirchen sprechen darüber, dass Jesus wiedergeboren wird, dass Jesus nicht wiedergeboren wird, dass Jesus am Kreuz stirbt und für unsere Sünden ins Grab geht. Ja? Die Kirchen machen Veranstaltungen, treffen sich in Online-Meetings und so weiter. Irgendwie spüren die Menschen, glaube ich, gerade, dass da was dran ist an diesem Jesus. Und jetzt ist für mich so die Frage, wie gehen wir in dieser Zeit, in der wir gerade leben, damit um, dass wir von diesem Jesus hören, von diesem Jesus aus Nazareth, der für uns gestorben ist und unsere Sünden mit in den Tod genommen hat. Sind wir so ein bisschen wie Nikodemus, der sich nur nachts zu ihm hintraut? Wie geht's dir damit, wenn du von Jesus hörst? Wie bist du drauf? Traust du dich schon, zu Jesus zu gehen? Oder stehst du noch an einem Punkt, wo du sagst, ach, ich habe davon gehört, aber ich schieb das alles auf Seite und schieb das alles weg und möchte eigentlich gar nichts davon wissen, weil ich glaube eh nicht an Gott? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich finde es total tröstlich zu sehen, wie so ein Nikodemus, der damals ein gelehrter Mann war, über seinen Schatten gesprungen ist und zu Jesus gegangen ist. Und genauso haben wir auch heute die Chance, zu Jesus zu gehen und zu ihm zu kommen. Und wenn wir jetzt schauen, wie Jesus reagiert hat, wie Jesus mit Nikodemus umgegangen ist, dann wird das Ganze umso mehr tröstlich für uns, weil wir einfach erkennen, dass wenn wir über unseren Schatten springen und die Dinge auf Seite legen und anfangen, uns mit dem Glauben zu beschäftigen, dass wir dann merken, Moment mal, Jesus ist ja total gut, er ist liebevoll und er nimmt mich so, wie ich bin, er nimmt mich ernst, sagt mir seine Wahrheit und selbst wenn ich Fragen habe, ist er mit mir unterwegs und bringt mich immer ein Stückchen weiter. Das finde ich faszinierend. Und wenn wir überlegen, dass sich mit der Corona-Situation bei uns vielleicht was ändern sollte, dann wäre das ein Wunsch, den ich habe für diese Zeit und auch darüber hinaus, dass wir, wenn wir wirklich den Eindruck haben, dass wir an irgendeiner Stelle Gottes Stimme hören oder an irgendeiner Stelle darauf aufmerksam werden, dass Jesus am Werk ist, dass wir uns trauen, zu ihm zu gehen und dass wir uns trauen, auf ihn zu hören und ihn zu fragen, was für dich persönlich, dass du dich traust, zu ihm zu fragen, was für dich persönlich dran ist. Ich glaube, gerade diese Zeit, in der wir alle ganz, ganz viel Zeit haben, ganz viel Zeit, ich sage es auch immer wieder, ganz viel Zeit geschenkt bekommen, ist es eine Chance für uns hinzugehen und genau mal tief in uns reinzuhören, wo vielleicht, an welcher Stelle Jesus zu uns spricht und wo wir ganz neu überlegen dürfen, so wie Nikodemus damals, über unseren Schatten zu springen und einfach mal zu sagen, hey, das, was ich da bisher gemacht habe in meinem Leben, ist so krass, ich möchte es mal auf Seite legen und möchte es nutzen, um zu Jesus zu gehen und ihn mal zu fragen, was habe ich bisher getan? Was davon war vielleicht gut? Was davon war richtig? Wo kann ich mich richtig drüber freuen? Wo kann ich das richtig feiern, was ich bisher getan habe? Aber wo kann ich auch das, was bisher war, vielleicht einfach mal hinterfragen und darf es auch mal bei Jesus abgeben und darf sagen, du, so wie wir bisher gelebt haben oder so wie ich bisher gelebt habe, das war falsch und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich bewusster auf dich fokussieren. Ich möchte die Zeit, die ich im Leben habe, bewusster damit füllen, Gutes zu tun oder die Dinge zu tun, die mir wichtig sind, die mir auch gut tun. Dass man da hinkommt an diesen Punkt, das wünsche ich uns. Und das ist eben das, wo ich auch, um den Kreis so ein bisschen zu schließen, wo ich lieber dafür beten möchte, dass sich bei uns im Leben Dinge verändern, als dass die Dinge, die waren, wiederhergestellt werden. Weil das ist mir extrem wichtig, dass wir Menschen berührt werden von Jesus und dass, wenn wir so berührt werden, dass wir dem nachgehen. Ja, nochmal kurz zurück zur Geschichte. Wie war das für Nikodemus? Er ist also zu Jesus gegangen und Jesus hat ihn, wie ich es eben schon gesagt habe, ernst genommen. Er hat ihn in seiner Schwachheit abgeholt, hat ihm gezeigt, was es heißt, mit Jesus zu leben, hat ihm gezeigt, was es heißt, neu geboren zu werden, getauft zu werden durch Wasser und Geist. Und auch wenn Nikodemus es nicht verstanden hat, hat Jesus trotzdem gesagt, du, ich erkläre es dir nochmal. Und ich sage dir nochmal, wie es ist und was es heißt. Und wenn wir dann eben weiterlesen, dann kommt eben dieser Vers hinterher, der Vers 16, von dem ich eben schon gesprochen habe. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Und das ist so liebevoll. Das ist so das, wo Nikodemus merken darf, guck mal, das ist es also. Und dadurch versteht Nikodemus, was Jesus meint. Dadurch begreift er, hey, das ist richtig, was der sagt. Und ich darf die Systeme, die in dieser Welt geherrscht haben, einfach auch mal hinterfragen. Und ich darf sie auch loslassen. Und ich darf das, von dem ich denke,
was ich mir aufgebaut habe, dass das alles richtig ist, einfach mal fallen lassen und darf bei Jesus ganz neu anfangen und darf ganz neu von ihm lernen, was er möchte. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe es ganz oft in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis erlebt, aber auch bei mir selber erlebt. Jesus stellt dieses Thema auf den Kopf. Ich könnte euch jetzt an einer Hand 5, 6, 7, 8 Leute aus meinem Freundesbekanntenkreis aufzählen, wo ich euch so krasse Storys erzählen könnte, was Jesus mit dem Leben von denen gemacht hat. Hier in der Gemeinde sind Dinge passiert schon, da könnten auch wiederum ganz viele Leute von erzählen, was Gott gemacht hat. Ich habe in der letzten Woche erst noch 2, 3 Dinge gehabt, wo ich sage, wow, Gott ist so krass und er berührt die Menschen so sehr. Leute, dass wir uns einfach bewusst machen sollten, diese Zeit, in der wir gerade leben, die nutzt Jesus, um zu uns zu sprechen, die nutzt Jesus, um zu dir zu sprechen. Und wenn du jemand bist, der einfach sagt, ich habe bisher damit gar nichts am Hut gehabt, mit Glauben und so, hey, voll gut, dann mache ich dir Mut. Steh dazu, sag das auch einfach. Sag, hey, ich habe damit nichts am Hut und ich verstehe das eigentlich auch alles gar nicht. Aber ich sage dir, Gott gibt es. Es gibt ihn wirklich und er wird sich um dich kümmern. Genauso wie er gewusst hat, dass Nikodemus zu ihm kommen wird in der Nacht, weiß er den Zeitpunkt, wann du vielleicht irgendwann zu ihm kommen wirst. Und er wird nicht unvorbereitet sein, wenn du kommst, sondern er wird dich in seine liebevollen Arme schließen und er wird dir das geben, was du brauchst. Und das ist, glaube ich, das, was ich dir heute mitgeben möchte, dass wir bereit sein sollen für Veränderung in dieser Zeit, in der wir leben. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wir Menschen sind eigentlich darauf ausgelegt, ja, auf Nähe, auf Kontakt, auf Gemeinschaft, auf Liebe untereinander. Das geht im Moment nicht. Die Situation gestern im Aldi hat es mir gezeigt. Das ist eigentlich genau unser tiefster innerer Wunsch, dass wir uns gegenseitig in den Arm nehmen. Das geht im Moment nicht. Was bedeutet das konkret für uns? Wir haben Zeit bekommen. Wir haben Zeit geschenkt bekommen, in der wir über das nachdenken können, was bisher war und das, was vielleicht bald sein soll, wenn die Gesellschaft wieder hochgefahren wird, wenn Corona irgendwann vorbei ist. Und drittens, wir haben Zeit bekommen, darüber nachzudenken, wo wir in dieser Zeit, in der wir gerade leben, vielleicht ganz bewusst durch irgendwelche Dinge Gottes Stimme hören. Diese Stimme ist real, die ist in dieser Welt. Ihr könnt sie hören und wie ihr sie hört, das kann ich euch nicht sagen. Das ist bei jedem anders. Wie ich eben gesagt habe, ganz viele Freunde, jeder von denen ich weiß, bei jedem war das anders. Nirgendwo hat Gott immer gleich gesprochen. Aber ich weiß, er spricht zu dir. Und ich mache dir Mut, hör dahin. Und dann nimm das, was Gott sagt, in dein Herz. Hör darauf und übertrag das auf die Situation, die jetzt ist und die nach Corona sein wird. Und beginne du damit, diese Welt, in der wir leben und dein Umfeld ein Stück weit zu verändern. Weil ich glaube, wenn jeder von uns anfängt, da wo er ist, an dem Platz, wo Gott dich hingesetzt hat, einfach dich zu verändern, sich zu verändern, wenn jeder anfängt, im Kleinen, ist vielleicht ein Schritt, wo du sagst, ich gehe anders mit Menschen um, ich merke auf einmal das Schulsystem, was mich bisher so und meine Kinder bisher so runtergedrückt hat und so fertig gemacht hat, dem messe ich gar nicht mehr so viel Bedeutung bei, weil ich einfach weiß, dass viele andere Werte wichtiger sind. Es kann auch sein, dass du drauf gestupst wirst von Gott, hey, meine Kernfamilie, in der ich gerade ganz viel Zeit verbringe, die ist so wertvoll und ich bin so froh darüber, dass ich sie habe. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, was Gott in dir hervorwecken wird oder in dir hervorrufen wird, aber ich mache dir Mut, nimm diesen Punkt, die Veränderung beginnt bei dir und die Veränderung darf bei dir beginnen und muss bei dir beginnen, ganz im Kleinen. Lasst uns dafür sorgen, Leute, dass wir anfangen, wirklich Dinge zu verändern und die Dinge nicht so zu lassen, wie sie waren. Weil ich glaube, das ist ein Ding, was wir aus dieser Krise wirklich mitnehmen und lernen sollen. Es darf und es soll nicht so bleiben, wie es bisher war, unsere Gesellschaft. Das heißt nicht, dass alles schlecht war. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ich bin niemand, der hier über alles schimpft und über alles urteilt. Wir haben ein richtig cooles Leben und wir dürfen froh sein, dass wir in Deutschland diese Systeme haben. Aber ich glaube, wir dürfen ganz viele Punkte einfach mal hinterfragen, die wir bisher als ja, so unsere eigenen Götzen oder unsere eigenen Dinge aufgebaut haben. Und die dürfen wir einfach mal hinterfragen, unsere Systeme, und dürfen mal überlegen, wo können wir in kleinen Dingen etwas verändern, damit es vielleicht nach dieser Krise ein bisschen anders und ein bisschen liebevoller und ein bisschen besser weitergeht, als es vorher der Fall war. Wie gesagt, was das für dich persönlich ist, weiß ich nicht, möchte ich hier auch nicht weiter ausführen. Denk einfach drüber nach, vielleicht hat es dich angesprochen. Ich würde mich freuen und würde sagen, wenn alles so bleibt, hört ihr bald wieder von mir, von uns, keine Ahnung, wie es weitergeht, was so als nächste Message kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wünsche euch eine gesegnete neue Woche und seid vorbereitet auf Ostern. Freut euch auf die Osterzeit
Und wenn ihr Urlaub habt oder irgendwie jetzt zu Hause seid und nicht arbeiten müsst, genießt es mit eurer Familie gemeinsam, euch auf diese Zeit vorzubereiten, sofern das bei euch möglich ist. Bleibt gesund und gesegnet. Macht's gut. Ciao, ciao.